Radar Vision hier auf der Radarstation auf Radarien, kann man sogar, glaube ich, bei Google Maps eingeben, Radarien, dann kommt man hier an. Ja. Eingeladen von Udo Peleis. Ja. Du hast gestern deinen Auftritt hier gehabt, hier auf der Bühne, die wir hier drüben sehen können. Mhm. Und hat es dir Spaß gemacht? Wie bist du hier zu dem Festival gekommen? Ja, über den Wolfram Spürer. Ja. Und Udo und dann Kontakt. Und ja, eigentlich sollte das ja woanders stattfinden. Und na, jetzt ist es hier, das ist auch gut. War wunderbar. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, ich war gestern leider nicht dabei. Ich finde es ganz fantastisch. Du bist mit kleinem Gepäck gereist. Du hast, also wenn man das so sieht, wie hieß dein Studio früher? Valhalla? Das ist, da kann man dich gerade noch erkennen in diesen ganzen Moog-Synthesizern, ja, und diversen anderen Synthesizern. Ja, das hat sich irgendwie so angesammelt im Laufe der ganzen Jahre. Und ich habe viele Sachen ja gekauft, als die ganz billig waren. Es gab mal eine Zeit, da wollte das alte Zeug, was heute so gehypt wird, analog, modular, ja. Oh ja, das wollte früher gar keiner haben, weil es kein MIDI hatte, konntest nicht an Computer anschließen. Jeder wollte Sampler haben, ja, wollte Chöre und Streicher, Orchester haben. Und das andere Zeug war nichts wert. Und in der Zeit habe ich eigentlich so diese ganzen Dinge gekauft für einen Klicker und einen Knopf, die ja heute wahnsinnig teuer sind. Heute könnte ich mir das gar nicht leisten. Das ist einfach so gewachsen. Ne? Aber du bist ja quasi das Interesse, also es ist wirklich, du adelst ja hier auch so ein Festival, das ja jetzt leider wegen Corona sozusagen virtuell stattfindet, beziehungsweise gestreamt wird teilweise. Du bist ja interessanterweise eigentlich ein Star, kann man fast sagen, in der elektronischen Musik, und du hast mal gesagt irgendwie, ich bin ein Star, nur nicht in Deutschland. Wie ist das gemeint? Ich habe gesagt, ich bin ein Star, das weiß nur niemand. Ja. Ja, es ist wirklich so, dass ich im Ausland erfolgreicher bin wie hier, und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber wahrscheinlich aus der Zeit gewachsen. Früher wurden ja noch viel mehr Platten gekauft und so, und das ging meistens Ausland, und naja, und heute habe ich so meine Fans. Ich glaube, wenn ich heute anfangen würde, würde ich auch nicht so erfolgreich sein. Aber so ist es im Laufe der Jahre gewachsen. Ich glaube, diese vielen Jahre, die ich da bin, diese vielen Jahre der Präsenz, das ist eigentlich der einzigste Grund, warum ich heute auch noch so ein bisschen CDs verkaufen kann und so, warum es gut läuft. Ja. Hast du einen Überblick bei deiner Diskografie, wie viele Schallplatten und CDs du gemacht hast? Du hast ja auch noch ein Synonym, einen Künstler, also quasi... Und der Aliens Project, Aliens. Ich weiß es nicht, es müssen so 25, 30 sein. 25, ja. 30, ja. Es gibt auch eine Liste auf meiner Homepage, da steht das alles drin. Das sind ja auch so teilweise Sampler gewesen noch, und dann sind es bestimmt 30 oder so. Ja. Wo da nur mal ein, zwei Stücke drauf sind. Nach all den Jahren, sag ich jetzt mal, ja, was motiviert dich dann, klar, Wolfram der Spürer, wenn der anruft, dann geht man natürlich erstmal ran, das ist klar. Auch sagen wir mal, ein leuchtender Stern in der elektronischen Musik. Aber was motiviert dich dann, dass du sagst, ich unterstütze so eine neue Idee, und so ein neues Festival findet vielleicht nicht so statt wie geplant mit Publikum. Ich fahre da trotzdem hin, ich mache da einen Auftritt. Naja, was gibt es denn Schöneres, als mit netten Leuten zusammen Musik zu machen? Also ich weiß nicht, deswegen mache ich das. Ja, Leute, die so die gleiche Wellenlänge haben, die genauso ticken wie ich, ja, die genauso bekloppt sind und sich hinter so Knöpfchen und so. Nee, es ist einfach auch der Spaß an der Sache. Ich würde es nicht machen wegen dem Geld. Da würde ich lieber was anderes machen. Weil als Musiker verdient man nicht so viel Geld. Ich würde mehr verdienen, wenn ich, was ich an der Waschanlage arbeiten würde, der Burger brate. Und dann hätte ich um 5 Uhr Feierabend. Weil die ganze Zeit, die man verbringt mit Komposition und so weiter, die darf man ja gar nicht rechnen. Ne? Und von daher ist das immer auch so ein Ding, wo es eigentlich in erster Linie darum geht, ums Herz und so. Und hier einfach, weil die Leute toll sind. Ja. Das ist einfach so, ja. Schön, und es ist natürlich eine wunderbare Landschaft, in der man hier ist. Ja, fantastisch, ja. Was Einmaliges, ne? Ist schon was Einmaliges, ja, ja, es hat ja einen besonderen Moment. Aber du machst jetzt, also wenn du so sagst, Waschanlage und so weiter, du machst jetzt nur noch Musik. Ja. Du bist doch nicht jemand, das kannst du mir nicht erzählen, der sagt so, ich mache Musik, bis ich so und so alt bin, und dann gehe ich in Rente und höre auf. Also das ist doch gar kein Konzept, oder? Na, irgendwann werde ich aufhören, weil, irgendwann werden die Ohren schlechter und dann hörst du das nicht mehr so. Irgendwann werden die Finger steif, ja, und dann werde ich halt irgendwann aufhören. Das ist halt einfach so. Alles ist irgendwie endlich, ne? Aber solange es noch geht und Spaß macht, ja, gestern hat mir ein bisschen der Rücken wehgetan, heute ist es weg, ja. Aber da muss man halt durch, ne? Man macht es ja gerne. Bernie, ich finde das toll, und ich finde es auch super, dass du so ganz ehrlich und auf Augenhöhe auf sowas antwortest.
ich finde es toll. Und wenn die Finger langsamer werden, nicht schlimm. Du bist ja sowieso, hast dich von Techno in Richtung Ambient bewegt. Du kannst dann ja vielleicht noch ein bisschen langsamer die Tasten, dann wird das schon, oder? Nee, dann mache ich wieder Techno, weil das ist einfacher. Aber ich habe ja schon immer, die Musik, die ich heute mache, die habe ich ja damals schon gemacht. Ja. Und das mit dem Techno, das war so ein Projekt mit dem Partner zusammen, mit dem Coco zusammen Techno gemacht. War einfach eine Menge Spaß, ja. Und ich fand das irgendwie cool und hat mir viel, viel Freude gemacht, so in den Clubs dann, so als Opa da noch. Ja. Da war ich zwar noch jünger, aber da war ich auch schon Opa. Ja. Und wenn du dann siehst, hey, die tanzen alle und alle haben ihren Spaß und das ist, ja, es macht einfach Freude. Ja. Das Feedback vom Publikum fehlt halt jetzt in Corona. Ja, das ist natürlich klar. Ich hätte jetzt auch irgendwie lieber vor Menschen gespielt als vor Kameras, aber Gott, da müssen wir durch. Das wird auch wieder besser. Ja. Das wird besser und hoffentlich wird es nächstes Jahr besser, wenn es dann hoffentlich wieder ein Radar Vision Festival gibt und dann hoffentlich mit Publikum und dann hoffentlich auch wieder mit dir. Vielen Dank, schön, dass du hier bist. Wir gucken uns jetzt gleich noch ein paar Auftritte an und gerne. Dankeschön. Ja, ich danke. Tschüss. Ja.